Hallo Leute, willkommen zurück bei einem neuen Let's Play eurer Zockermade. Nachdem wir letztes Mal Kulle platt gemacht haben und sogar noch ein Rezept bekommen haben, einwandfrei und ein Level Up, nicht zu vergessen, wir sind wieder einen Schritt weiter in unserem Ziel der 60. Und ich würde es behaupten, jetzt legen wir einfach mal los mit Questauswahl. Akt 1, weil, warum will ich Akt 1 machen? Ich möchte gerne den Skelettkönig kaputt hauen, weil der auch, die Rezepte fallen lässt. So, jetzt bin ich wieder auf dem Laufenden. Monsterstärke 5 behalte ich bei, finde die königlichen Krypten unter der Kathedrale. Okay, das heißt, den, ja, ist richtig. So, Spiel starten. Ja, und danach könnte man eigentlich direkt noch das Schlüsselmonster machen, weil wir brauchen ja auch Schlüssel. So, kommt unser Igor. Uah, Igor. Aber ich würde gerne erstmal kurz über den Friedhof laufen, um uns die Buffs zu holen, dass wir die schon mal haben. Jawohl. Jo. Hier oben, wen haben wir denn da? Einen kleinen Kobold. Mal wieder. Ein Volljant. Und nebenbei natürlich versuche ich noch, tatsächlich mal, für mein Scorn, einen neuen Smaragden zu bauen. Ich habe jetzt hier 90% und ich würde gerne den 100er bauen. Habe ich auch angefangen. Ich habe auch gedacht, ach Mensch, so viel Smaragd wieder hast du ja, boom, boom. Geht das, klappt das, kein Problem. Reicht bei weitem nicht. Hab das mal komplett unterschätzt. Und steht jetzt hier auf dem Trocknen. Aber ich möchte die finden und nicht kaufen. Deswegen spielen wir halt noch ein bisschen rum. Kleine Geister. Oh mein Gott. Kommen sie wieder aus dem Boden. Ja, und übermorgen ist ja Tag der Deutschen Einheit. Da haben wir alle frei. Wir können uns mal so richtig entspannen. Na, jetzt zugeschüttet, super. Bup, bup, bup. Vorhin erstmal geguckt, was es denn so für Mikrofone gibt, die man so benutzt bei so einem Let's Play, weil ich habe woanders gesehen, dass die so richtige Standmikrofone haben, die sie auf dem Schreibtisch stehen haben, andere Let's Player. Da ich gesagt, naja, ich mit meinem Headset hier. Aber ich finde, hört sich ganz vernünftig an. Ja? Also ich finde, das in Ordnung jetzt. Ja, da habe ich mich mal ein bisschen informiert, habe geguckt, sag ich, ja. Gibt's ja von jeder Preisklasse alles, wa? Mal gucken, wenn ich das, wenn mehr Zuschauer da sind und das hier wirklich sich noch alles richtig lohnt, dann gebe ich dafür natürlich auch kein Problem, ist dafür ein bisschen Geld ausgeben. Zu sagen, okay, komm. Oh man, schön die Ding. Ich unterstütze ja gerne mein eigenes Hobby. So, den ersten Buff haben wir. Einmal frei. Fehlt dir nur noch 4. Und dann noch. So, Igor. Da ist er. Ich merke mal gar nicht, dass er stirbt. Und kriegen wir auch schon direkt das zweite, weil hier ist ja ein Event. Warte, der erfahrene Diablo-Spieler sieht das natürlich. Ja, Lady Dunhild. Grabräuber haben mein Grab entweiht. Nun windet sich mein Mann in Pein. Okay. Meine Knochen zurück. So, machen wir doch. Am Anfang habe ich immer angeklickt, den Typen gekillt, angeklickt, dann ist der Typ wieder aufgetaucht, wieder geklickt, gekillt, angeklickt und nochmal gekillt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt noch killen muss. Muss ich den kriegen? Ich gucke mal. Dann kann ich direkt anklicken. Boom. Nee, muss ich nicht. Wunderbar. Ist auch ein Loot, ja. Siehste? Man muss einfach nur schnell durchlaufen.
So, der zweite Buff. Ein Wort frei. Spitze. Weiter geht's. Ja. Ich freue mich natürlich wieder über Kommentare. Schreibt mir Kommentare. Liked, wenn das euch gefällt. Abonniert den Kanal. Wie gesagt, ich ziehe das hier durch. Hier wird ständig was Neues erscheinen. Und wenn ihr besondere Wünsche habt, darauf gehe ich natürlich auch ein. Oh, oh. Gold, Gold, Gold. Oh ja. Ich frage mich mal, warum sind die so wütend? Warum wollen die mich töten? Ich bin doch gar nicht getan. So, vielleicht haben wir diesmal Glück. Und wir finden wieder ein Legendary oder Set-Item. Wiederschutz. Ja, die Besoffenen wieder, die ganze Kneipe macht Torkel. Für den Boomer. Ach, Scheiße, ey. Boldino. Es ist doch so, dass diese kleinen Kobolde, was ist das hier, Kobold, dass die rumlaufen und stärkere Monster holen, ne? War doch so. Ah. Klammerung der Toten ist schon toll, dass das so verlangsamt alles. Das ist schon spitze. Ingo macht so alle platt hier. Und ich finde, die hätten den Koloss so ein bisschen anders gestalten können. Ich finde es immer toll, dass wir von dem Totenspürer weggegangen sind irgendwo. Aber ich hätte doch schon gerne wieder gehabt. Ja, ich vermisse ihn doch. Wo der ja durch den hier ein bisschen ersetzt wurde. Mal schnell raus hier. Tot, ja. Oh ja, reinziehen, jawohl. Kein Mana mehr. Oh, ey. Natürlich hier, wenn da einer stirbt. Oh, war eng. Das war richtig eng. Nehme ich mir schon die Zeit und versuche das auszutarieren, damit ich nicht das Weiße treffe. Jetzt treffe ich genau das Weiße. Der Hammer! Ja, hier steht ein bisschen mehr rum, glaube ich. Also Akt 1, MP5 ist irgendwie... doch schon gut leicht. Wie gerade, auf jeden Fall. So. Brauchen wir noch zwei. Und unsere Bus. Wir können in den Krypten hinabsteigen. Ich muss sagen, ich friere schon wieder. Beim letzten Let's Play habe ich gefroren, jetzt friere ich auch. Ich glaube, ich bin ein ganz schönes Weichei geworden. Ja, ich würde auch gerne Scorn finden. Aber nur einen, den ich auch gebrochen kann.
Oder einen, den ich verdammt teuer verballern könnte im Auktionshaus. So, ja, wenn jetzt hier keiner reingeht, haben die eigentlich für einen Auftrag hier, die ganzen Toten. Die stehen hier blöde rum. Lauf. Naja, siehst du. Oh, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Das ist ja mal ein bisschen ätzend. Lauf, lauf, hier mal. Sport macht er auch, der joggt nämlich, der Hexendoktor. Und nennt es auch Farmroute. Der dicke Boomer. Komm, wir bringen dich mal zum Platz. Oh, oh, ja. Ich bin auch geheilt. Ja. Also ich merke auch, das ist schwer, ist die ganze Zeit so am Stück zu erzählen. Ich glaube, ich sollte mir echt mal ein paar Themen raussuchen, um zu gucken. Ja, komm. Jetzt erzählen wir mal darüber oder darüber oder darüber. Obwohl ich auch dafür bin, so ein, auch beim Let's Play, dass man ab und zu mal vielleicht Klappe hält, um das Spiel ein bisschen wirken zu lassen. Und es gibt's auch gar nicht. Das ist doch nicht wahr. Da muss ich doch direkt mal ein Screenshot machen. Oh, F9. Oh ja, das ist falsch. Weg. So, dann sammeln wir mal ein. Das hatte ich ja selbst noch nie aus einer Kiste ein Legendary. Hätte ich viel früher mit Let's Plays anfangen sollen. Seitdem läuft's. Was haben wir denn da? Nennen sie sich? Dann muss ich gucken. Ist wieder fast zum Abschluss des ersten Let's Plays. Pass auf, ich warte. Bis kurz vor Ende. Und dann enthüllen wir das. Nee, wir enthüllen es in der nächsten Folge. So sieht's aus. Nächste Folge. Vorher nicht. Wollen wir es da spannend halten. Der Hammer, ey. Vielleicht kommt so noch was Brauchbares bei raus, man weiß es nicht. Und ich sterbe hier gleich, wenn ich so weitermache. Also völlig übertrieben wieder hier. Das, mit meinem Zauber noch dazu, hier kommt kein Mensch mehr klar. Also. Aus einer Truhe ein Legendary. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nie. Ah, die gab's immer die größte Chance bei den Champions, ne? Immer noch 5 Buffs, Champion, bam, bam. Und dann nur 3 gelbe. Ahaha. Nee, nicht schlecht. Okay, 4 Buffs, ein Legendary. Ist doch schon mal guter Schnitt. Puh, puh. So, ich weiß gar nicht, einen müssen wir noch hier rauskitzeln können, glaube ich. Mal kurz gucken. Mal einen Blick riskieren da. Ne, da gibt's keinen für. Und er baggert noch, jawohl. Muss ich gerade an so einen Typen denken, der in der Disco eine Frau anklebt.
Und er baggert immer noch. 10 Jahre später. So, ja, und über 10% haben wir auch schon wieder. Wunderbar. Ich würde mal sagen, das läuft doch hier. Das läuft wirklich. Oh, da ist unser letzter Nef-Buff. Den holen wir noch und dann ist dieses Let's Play durch. Ich mal sagen. Oh. Na komm. Totem raus. Oh, viel zu lange. Tschüss. Damn. Oh Gott, Gott. Cent, jawohl. Smaragd brauchen wir. Sehr viele sogar. Nur, dann würde ich sagen. Einmal. Die noch platt machen von dem Dungeon. Den machen wir noch. Den räumen wir noch aus. Blop. Der Lümmel! Unser kleiner Stein, der uns nach Hause bringt. So. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Wenn ihr es mögt, bitte liken, Kommentare drunter knallen und wenn es geht, ein Abo. Der Oberhammer. Tschüss!